Hallo meine Freunde, auch wieder mit Let's Play Kingdom Hearts Reach Chain of Memories. Wir haben im letzten Part zweimal Wechsel auf den Kopf gegeben. Einmal habe ich das Offscreen gemacht und nur den letzten Schlag quasi gezeigt. Und einmal haben wir es Onscreen gemacht mit einem Set, was ich eigentlich nur zum Trainieren benutzt habe, weil es ziemlich viele Gegner auf einmal killen kann. Und nicht mit dem Set, was ich für Wechsel speziell angefertigt hatte. Derp. Aber naja. Schauen wir weiter. Nice work. I say good riddance to that blabbermouth. Marluxia, you used Vexen to test Sora's strength, didn't you? Not just Sora's, it was yours too. We weren't sure if you actually had it in your bones to take out a fellow member. Well, I guess that you did. It's time to join up. Taking over the organization will be like child's play with the three of us. So that's where Sora comes in. Of course. He wants to see Naminé, so why don't we just give him what he wants? Rejoice, Naminé. The time is near for you to meet the hero that you've been longing for. I'm glad. But I'm warning you. You better not do anything to betray Sora's feelings. Do you understand me, little one? I understand. All you need do is layer Sora's memories and bring his heart closer to you. Sora. Even if you come for me, what then? Oh, Riku! You'll hurt Naminé if you go further. You still want to fight? But Vexen's gone, so now you're free! It doesn't matter what happens to him. I'm protecting Naminé from you. That's what's in my heart. Sora, I made a promise to Naminé. I promised to keep her safe. You did? There was a meteor shower. This one night when she and I were little. Naminé got scared and said, "What if a shooting star hits the islands?" So I told her, if a shooting star comes this way, I will protect you. You made a promise! With a toy sword! What? How do you know about that? Because that was the promise I made to her that night. I would protect her. I said it. Don't lie! You weren't the one there that night! You're the one who wasn't there! That was when she gave her good luck charm to me. Her what? See? Tell me, where did you get that? Sora. Good try. Huh? That must be a fake. I've got the real one right here. Two of them? Fake should be destroyed! Ah, warum? Ich hab doch gerade erst einen nervigen Bosskampf hinter mir, aber das Spiel scheint dem Ende entgegenzugehen, wenn ich der Bosskampf auf Bosskampf folge. What the fuck, ey? Okay, das bringt hier relativ wenig. Na komm, starte eine Combo. Dann kann ich hier die ganzen Karten raushauen. Ja, komm. Nein. Komm her.
Da kriegst du noch einen ab. Au. Das war falsch. Nicht gut. Geh weg! Au. Autsch. Ah, komm her. Komm, versuch's doch. Au. Nein. Hoppala. Dankeschön. Das war eine schöne Kombo. Warum habe ich das mit den Kombos raus? Und ich habe genug HP, da ich gut alles einstecken kann zur Not. Heieiei. Und wir bekommen was dafür ein. Was ist das Superdex hier? Megatrank. Yay. Dankeschön. Riku! I forgot Nominee's signature. It's just like mine. How'd he get this? It turned into a card. Okay. Ist in Ordnung. Aber ich bin ganz froh, dass ich den Bosskampf auf Anhieb geschafft habe. Das war gut. Ich bin zwar wieder halb tot, aber ich hab's geschafft. Höchstblut hat sich in eine Karte verwandelt. Yes. Tunrike hat also die gleiche Erinnerung. Was könnte das damit nur auf sich haben? Vielleicht ist Nominee gar nicht eine Erinnerung aus der Kindheit, sondern eine Fälschung. Derp. Schauen wir mal. I don't understand what's going on. Let's just keep moving, okay? It doesn't matter. It does matter. How can two of you have the same memory? You can't both be right. I'm wrong. Fine, then don't believe me. That's not what he meant. We're just kind of worried. Then let's ask Naminé. That should clear it up. Look, we don't have time to sit around, so let's go. Sora, what happened to you? What's that mean? Well, you always get real touchy when it comes to stuff about Naminé. But before we came to this castle, you didn't even remember what her name was. Now Naminé's the only thing you talk about. It doesn't make sense. Maybe you should just slow down and think ahead about some of these things. Think ahead? What is the matter with you guys? Do you want me to abandon her? No, that's not it. Then do whatever you want. You can lay back and take a nap for all I care. I'm going to find Naminé. Sora! You're all that he's got left. So then, if you don't stop this, no one will.
But I... It's too late. You shouldn't give up just yet. Say, Naminé, have you noticed Marluxia doesn't seem to be around? What are you saying? Just that there's no one here who would want to get in your way. Just make it count. Now this should be interesting. Try and make it enjoyable, Sora. It's the least you can do for me, you know. Oh. Hey, wait. I'm enjoying this. You guys are something else. Sora, that was no way to... Keep it to yourself! Yay! Bitte mal heilen. Danke. Okay, Sora hat leichte Aggressionskomplexe anscheinend bekommen. Nun ja. Ist in Ordnung. Aber ist das schön. Ich komme voran. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Rico-Kampf im ersten Versuch direkt schaffe. Sehr cool. So, und dann sind wir schon im letzten Stockwerk angelangt, ne? Ne, hier sind wir nicht. Im vorletzten. Es gibt 13 Stockwerke. Schicksal in, Destiny Island kommt jetzt. Das wird alles interessant. Und wer sich, gefragt hat... Na okay, die meisten, die das Spiel eher gucken, die kennen das eh, aber niemande können, haben normalerweise keine Gefühle. Also, die Mitglieder der Organisation beispielsweise sind alles niemande. Die haben normalerweise keine Gefühle und können keinen Spaß empfinden. Soweit ich es bisher verstanden habe. Extra trotzdem gerade Spaß gehabt. Hm? Das ist alles sehr merkwürdig. Insel des Schicksals, auf geht's. Wuhu, und ab jetzt gibt es scheinbar auch Innenwelten-Cutscenes. Also vertonte Cutscenes. Die gab es ja vorher nicht. Und diese Ladezeiten sind nervig. Ach so. Ich werde doch nicht langsam verrückt, oder? Ich weiß genau, wo ich hier bin. Das ist unsere Insel, auf der Naminé und ich früher gespielt haben. Hey! Was geht, Sora? Stimmt, die gibt's ja auch noch. Oh. Was wollen wir denn heute anstellen? Hey Leute, schön euch zu sehen. Was? Haben wir Essen im Gesicht? Also bitte, Wacker, nur du wärst so blöd genug. Er würde sich nicht merken, wenn er Essen im Gesicht klebt. Hey, sagte, das ging jetzt aber unter die Gürtellinie. Ich weiß nicht, Wacker, Selfie hat doch recht. Nicht du auch noch, Tidus? Genau, ihr seid Selfie, Wacker und Tidus. Alles klar mit dir? Ja, ich hab bloß laut gedacht. Ich weiß, du denkst schon wieder an sie. Jetzt kapier ich's. Hat Tidus da eine Narbe auf? Soll es eine Narbe sein? Das Kreuz, was er da auf der Wange hat? Ist total zum Zombie, während er an sie denkt. Was verhält, bla. Ist gerade sehr uninteressant, ehrlich gesagt. Ich wette, du willst, dass wir abhauen, damit ihr zwei alleine sein könnt. Kann sein. Schon gut, schon gut. Wir verschwinden für eine Weile. Schnapp sie, der Cowboy. Wir versuchen auch leise zu sein beim Belauschen. Super. Hey Sora, meinst du es ernst? Gib dem Kerl etwas Freiraum. War nur ein Witz. Bis später, Sora. Tschüss, ihr drei.
Damit seid ihr wieder aus diesem Spiel. Das erklärt, warum diese Szene nicht vertont war. Hier, die Schlüssel des Anfangs. Wie schaut die Ebene aus? Auch wieder so kurz? Wenn die wieder so kurz ist, schneide ich nicht. Weil dann lohnt sich das nicht. Bei der anderen Ebene hat sich's gelohnt, weil ich einfach alles geklärt habe und dann war die Ebene zu Ende. Quasi. War eine halbe Stunde Arbeit immer. Da. Destiny Island. Nice. Schauen wir mal. Oh, das ist wieder etwas größer. Eins davon wird der Premium-Raum sein. Ich hoffe, dass da hinten der Premium-Raum ist, weil dann bräuchte ich nicht schneiden. Ich sage jetzt einfach mal, ich schneide nicht und gehe hier durch. Wie viele Muggelpunkte habe ich jetzt? Ach, 300. Oh. Ja, ihr könnt mich alle mal. Ich mache jetzt einfach Räume, die relativ gut erledigbar sind. Wie zum Beispiel diese hier. Da kann man nämlich einfach durchlaufen. Weil die alle pennen. So, dösende Dunkelheit ist was Schönes. Ne? Total gefährlich, der Raum. Machen wir einfach nochmal einen raus. Ich darf nur nicht in die Reihen rennen, dann ist alles okay. So. Mehr dösende Dunkelheit. Was ist das für ein Raum? Da muss ich rein. Okay, ich möchte jetzt nur checken, ob der Raum da hinten der Premium-Raum ist. Dann mache ich da aber einen Save-Point hin. Ja, komm, nimm mal die Sechser. Die Neuner kann man öfter einsetzen. Eigentlich überall, außer es ist ein Raum, der Null haben muss. Was praktisch ist. Was ganz praktisch ist... Ach, natürlich, man kann nur von da ran. Natürlich. Okay. Ist noch irgendwas? Nö, ich könnte vielleicht einen Truhenraum noch machen. Um eventuelle Dinge zu triggern. Neue Fähigkeiten. Weil die triggert man ja 7 und höher. Fuck. Die triggert man ja durch Truhen. Na komm, machen wir hier im Mogri-Raum hin. Krieg ich vielleicht ein paar gute Karten. So. Ich mache jetzt voll die Easy-Ebene einfach. Dann brauche ich auch nicht schneiden, weil... keine Kämpfe. Weil die Kämpfe sind stinkend langweilig. Auf jeden Fall die meisten. Naja. Ist okay. Vielleicht wandle ich demnächst auch mal wieder ein paar Karten um. Hey, Blitz. So, irgendwas zum Anhauen hier. Busch kann man noch anhauen. Bringt mir aber nichts. Gut. Achso, das da oben ist das Refugium des Siegers. Okay. Was mache ich da hin? Machen wir da... Ich könnte einen Zufallsraum da hinsetzen. Warum muss da jetzt unbedingt eine 9er-Karte sein? Ist der eine? Fuck! Ja komm, ich versuche den Kämpfen auszuweichen. Versuchen wir den Kämpfen einfach auszuweichen, dann passt das schon. Ich muss ja nur gucken, ob es dann hier weitergeht, ich den nächsten Raum dann auch noch brauche. Ja. Hätte vielleicht einen kleineren Raum machen sollen. Das ist der Raum zur What the fuck? Okay. Ich habe leider im Moment keinen Raum. Supreme-Karte. Leider, das heißt, ich muss den nächsten auch noch öffnen. Du. Voll entspannt die Musik. Voll gut. Eine Nuller-Karte brauche ich da. Das ist doch gerade gemein, oder? Was habe ich denn an Nuller-Karten? Machen wir noch so einen Raum. Blob. Auch wenn die etwas größer sind. So, da unten geht es dann weiter. Dann habe ich schon mal den Raum geöffnet. Gehen wir wieder zurück. So. Ein bisschen ausweichen. Ich habe gerade keinen Bock auf Kämpfe, weil ich bin eigentlich wahrscheinlich schon viel zu hoch im Level. Also was das Level für diesen Abschnitt angeht.
was ich an Karten drin habe. Aber die sind gar nicht so schlecht. Ich mag diese Kombis, die ich aktuell drin habe. So. War das jetzt eigentlich gerade der Safe-Raum oder war hier der Safe-Raum? Hier war der Safe-Raum. Dann speichere ich mal kurz hier. Und dann gehen wir in die Schnichte. Ging es rein. So. Ich hoffe, dass ich Goofy und Donald wieder kriege. Weil die haben doch ein paar ganz nette Kombos auch. Weil ganz ohne die Freundeskarten ist etwas doof, weil so manche Kombo, zum Beispiel die Goofy-Kombo vor allen Dingen, die finde ich sehr, sehr nice. Die Goofy-Kombo ist super. Also die Kombo mit einmal Goofy, einmal eine Angriffskarte. Wo das dann nach oben geschleudert wird, das ist sehr, sehr cool und zieht ziemlich viel ab, auch bei Bossen. Das ist ganz angenehm. Wupp. So, dann wollen wir mal eine 2, die kannst du haben. Was habe ich denn an unnötigen Karten? Hier haben wir eine 2. Haben wir denn eine 8? Eine 8, eine 8, eine 8. Da haben wir eine 8. Ne. Danke. Und einmal den hier. Let's see what happens. Oh, voll entspannt wieder hier die Musik. Schlimm. Vielleicht schaffe ich ja sogar das Spiel durchzuspielen. Vertont? Nein. Okay. Hey Sora, warum so eilig? Dich kenne ich. Du bist Rico. Danke, dass du dich an mich erinnerst. Ist ja auch gerade mal ein paar Stunden her. Schon gut. Alles in Ordnung? Wirst du noch von ihm manipuliert? Was redest du denn da? Ist der Rico aus deiner Erinnerung, du Honk? Verstehe ich nicht. Du bist sicher der Rico aus meiner Erinnerung. Ach so. Der Rico aus meiner Erinnerung klingt, als würdest du noch immer im Land der Träume leben. Irgendwie tue ich das auch. Ha. Du bist und bleibst ein Kind. Wie willst du dich um sie kümmern, wenn du dich so benimmst? Ich find's schön, dass sie immer nur sie sagen. Du weißt, wo sie ist? Was ist los? Was es auch ist, es heißt nichts Gutes. Ich gehe die anderen warnen. Dann gehe ich los und... Ich weiß. Es liegt an dir, auf sie aufzupassen. Also los. Find's schön, dass sie immer nur sie sagen. Ich schätze mal, die Erinnerung meinen Kairi. Und er denkt die ganze Zeit nur an Nomine, weil er Kairi vergessen hat. Nicht gut. Nicht gut. Okay. Wo hat er mich denn jetzt abgesetzt? Am Anfang? Really? Okay. Gehen wir halt wieder hier durch. Das sind nur zwei relativ gefährlich sind sie ja nicht mal, die anderen Räume. Wie viele Muggelpunkte habe ich jetzt eigentlich? Über 500? Nur noch nicht. Schade. Hi, ihr. Soll ich mal einen Kampf machen? Ich mache mal einen Kampf. Ich möchte wissen, wie stark die Gegner sind. Die haben echt viele HP. Wow. Also wenn ein kleiner Lurch. Oh ne. Wollen wir mal sehen, was die Auszeit bei dir ausrichtet. Ups. Ist wahrscheinlich tot. Du auch. Also wenn man so ein paar Attacken nutzt, dann ist das relativ simpel. Zahlen wollte ich erst. Und dann kann ich mal kurz gucken, was habe ich denn hier noch so... Ich kann ja einfach draufknüppeln. Level abgehabt, aber ich habe schon Ragnarök gelernt. Ich schätze mal, es war das letzte. Machen wir einmal noch die LP. Der Rest geht dann nächsten paar Schübe gehen dann wieder in die KP. So. Aber für das Level hat sich so ein bisschen gelohnt.
Königsanhänger. Warum kriege ich den Scheiß eigentlich noch? Ganz ehrlich. Warum kriege ich... Toll, Blitz 1. Das wird mir bestimmt weiterhelfen. Ganz ehrlich, ich finde ja nicht mal schlecht, wenn man gerade erwähnen kann. Man kriegt ja Fähigkeiten durch das Level-Up auch. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das bevorzuge. Was ich nicht bevorzuge, ist, dass zum Beispiel Ragnarök eine maximale Stärke von 9 haben kann. Anders ausgedrückt, man kann keine hohe Kombo mit dieser aufbauen. Warum hätte man nicht sagen können, ja, Ragnarök ist, wenn du eine Angriffskarte, eine Feuerkarte und noch eine Angriffskarte kombinierst. Das wäre mal was anderes gewesen und man hätte es klar vom Schwertwurf unterscheiden können. Aber naja. Schauen wir mal. Wir gleiten jetzt einfach da runter. Ich meine, das ist auch nicht schlecht, da dass der Raum so groß ist. Einfach runtergleiten und schon ist alles okay. Ich finde es so schade, dass alle Welten so aufgebaut sind. Ich meine, ich kann verstehen, warum. Weil das Ganze ist ja original eigentlich ein Game Boy Advance Spiel. Und der Game Boy Advance hatte nicht wirklich so die Möglichkeiten, große Flächen darzustellen. Auf jeden Fall nicht in der Grafik, in der das Spiel damals erschienen ist. Ich habe mir natürlich da mal ein paar 50. Frisst den Joker. Habe ich davon auch 3 Stück. Diese Joker-Karten sind übrigens sehr, sehr praktisch. Halt für sowas. Und, naja. Ist halt noch ein Überblitz. Hätte verbessert werden können, aber naja. Wollen wir mal weitergehen. Naja, naja. Hm, hm, hm. Ah, ich sehe schon. Schattenborn. Hat er schon immer Flügel gehabt? Hä? Also ich kann mich nicht an Flügel bei dem erinnern. Okay. Hallo Schattenborn, was kannst du denn so? Bist du gegen irgendwas anfällig oder kann ich dich einfach kaputt knüppeln? Den Original konnte man ja wirklich ziemlich kaputt knüppeln. Hoppala. Hoppala. Nein, ich möchte auf den Arm drauf nicht gucken. Ne, auf den Arm kann man scheinbar nicht drauf. Kann ich den Arm verletzen jetzt hier? Okay, ich habe irgendwas getroffen. Au. Er hat nicht viele HP. Aber er kommt auch nicht wirklich runter. Na, das wird nicht erreichen. Der ist zu hoch. Dumm, die Kombo bringt mir hier nichts. Gut. Au. Nein. Das bringt mir hier auch nicht wirklich was. Aber er hat nicht viele HP. Das ist das Gute. Ja, reicht wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne. Das bringt mir nichts. Oh. Dann kann ich glaube ich zum Konter nutzen. Oh, das hat sogar getroffen. Nice. Okay. Du. Ist einer von diesen Bossen, wo man die ganze Zeit nur eine Taste hämmert. Geil. Der kann nichts machen. Komm. Okay. Du. Lalalalalala. Der Boss ist voll lächerlich. Okay, war Schattenborn schon irgendwie immer, wenn man einmal weiß, wie er funktioniert, aber okay.
Geil. Nice. Okay, das war's. Der war jetzt nicht schwer. Okay. Also im Vergleich zu den letzten Bossen war der Urst einfach. Das sah gerade aus wie ein riesiger Augapfel ohne Pupille. Okay. Also die Kugel da oben drüber wegen den Blitzen, die da drüber waren. Fand ich das aus wie ein Augapfel. Aber egal. Okay. I have to keep her safe. Naminé! Can you hear me? Oh. Naminé! Sora, you really came for me. It's you. It's really you. I've been through so much just to see you. Yes. I wanted to see you too. But this isn't right. I messed up. I wanted to see you. But this isn't the right way. Naminé? I was lonely for so long. I just couldn't bear it anymore. So I called out to your heart and had you come all the way out to this place. You came for me and I'm so, so happy, but to your heart I had to. Don't worry. I'm here because I promised that I would protect you. Sora. Thank you. And I'm sorry. I'm not supposed to be in this picture. That's true. Naminé? That isn't me. I'm not there. I don't really exist inside your heart. I don't exist in anyone's heart. I never have existed anywhere. What are you saying? What's gotten into you? Weren't we inseparable? Always together? But then, you had to go away. I came here so I'd never lose you again. Was it really me you wanted to see? Of course it was. I know I've forgotten a lot of things in this castle, but never anything about you. Look, you gave this to me, didn't you? You have it. My good luck charm. No, Sora. You can't believe me! What am I supposed to do? Think, Sora. Think just one more time. About who's most special to you. Call out to that piece of memory that glimmers faintly deep inside your heart. No matter how far away the light gets, your heart's voice will always reach it. Who's most special to me? That's an easy one. It's you, Nami. Oh. Wer? Hm. Wer war das? Ich erinnere mich an sie. Ich erinnere mich an sie, aber sie war mir so vertraut. Naminé? Naminé? Warum ist es jetzt wieder nicht vertont? Sternentreue. Nice. Okay. Wie stark ist die Waffe? Refugium des Siegers. Nice. Damit hätten wir auch den 12. Stock abgehandelt. Okay. Wo haben wir sie denn da? Sterntreuer. B+, physisch. Oh, ist okay. Auch wenn ich teilweise schon bessere Waffen gefunden habe. Obwohl, mehr als B+ habe ich, glaube ich, noch nicht. Gut, das haben wir mit enormer Durchschlagskraft. Okay. Gut, dann würde ich aber mal sagen, beim nächsten Mal machen wir dann das letzte Stockwerk. Endlich.
Dauert ja jetzt schon lang genug, das Projekt. Vom Parts her zwar nicht, aber von der Zeit her, die ich da schon reingesteckt habe. Was absolut unglaublich ist. Ich will, hoppala, danke, dass du mich festhältst. Ich will es hier nochmal anmerken. Dieses Spiel hat keine Berechtigung dazu, so lange zu sein. Dafür ist das Kampfsystem einfach viel zu langweilig und zu beschissen. Und ich habe schon oft gehört jetzt inzwischen, dass das wohl der allerschwächste Teil der gesamten Reihe sein soll. Also von daher überrascht mich das auf jeden Fall schon mal nicht. Könntest du dich bitte, danke. Heieiei. So, ich würde sagen, wir speichern hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Wenn es immer speichert. Was zur Hölle? Danke. Also, bis dann.